you Freunde, willkommen zu Cinemanuel aus Liebe zum film, heute mal mit einem ganz besonderen Blu-ray Shopping Video, denn ich bin im wahrscheinlich schönsten und größten Saturn Deutschlands gewesen, dem am Hamburger Hauptbahnhof und ohne den anderen Filialen zu nahe treten zu wollen. Aber was hier abgeht, das ist schlichtweg abnormal. Ihr habt jetzt eingangs die Anime Abteilung gesehen. Jetzt befinden wir uns in der Marvel DC Abteilung. Einfach riesengroß, was hier los ist. Wir haben fünf, sechs Stockwerke in diesem Saturn und in jeden Stockwerk gibt es so eine eigene Abteilung, eine eigene Gaming-Abteilung, eigene Blu-ray DVD und Audio-Abteilung. Und guckt mal hier, was noch massenhaft im Regal lag. Das wahrscheinlich schönste Steelbook des Jahres von Shazam. Wir hatten die Disney-Abteilung, auch die hier wunderbar schön geschmückt mit riesig großen, ja, so Figuren. Das fand ich ja mega geil. Habt ihr jetzt im Eingangsvideo schon gesehen, was da alles rum <laughs> war nur ein Hingucker ohne Ende und nicht nur einer nicht nur zwei nicht nur drei nein davon waren massenhaft im Laden rumgestanden ich habe dann auch ein paar selfies geschossen mit den figuren war richtig cool gewesen was ich auch geil fand ist dass es hier so verschiedene Abteilungen gab äh, Filme sortiert jetzt nicht einfach nur ähm, hier Blu-rays hier DVDs sondern so eben 80er Jahre Kultklassiker dann andere Kultklassiker deutsche Kultklassiker dann hier noch Horrorklassiker und so weiter und so fort Action Thriller FSK 18 sehen wir dann auch noch gleich also hier ähm, hat es sich wirklich gelohnt mal durchzustöbern da hat man so viele Sachen entdeckt die es woanders niemals in den Regalen auch geben kann, weil schlicht und ergreifend der Platz einfach fehlt, ist ja logisch. Ja, dann gab es natürlich auch eine große 4K Ultra HD Abteilung gemischt mit Amarays Steelbooks und auch Boxsets. Was ich irgendwie nicht gefunden habe, war das Steelbook von Rocketman, also keine Ahnung, was da los ist. Gab es auch bei uns in Augsburg nicht, aber hier lagen noch massenhaft andere Steelbooks aus, die deutschlandweit eigentlich schon zu vergriffen sein Schienen hier im Markt, wie gesagt, massenhaft, einfach cool. Also, wer Out-of-Print-Sachen sucht, der sollte definitiv dem Saturn am Hamburger Hauptbahnhof mal einen Besuch abstatten. Und auch preislich war hier einiges geboten, wie man sehen kann. Das 4K Ultra HD Steelbook zu Creed 2, 24,99 ist jetzt nicht der schlechteste Preis, aber es gab auch definitiv sehr viele kleine Schnäppchen, Plätzchen sozusagen. Also, schöne Stapel, wo man sich hat durch wurschteln können und wenn man die nötige Zeit mitgebracht hat, dann hat man hier eine tolle Zeit verbracht. Ich glaube, ich war fast drei Stunden in dem Markt. Wir hatten dann hier die Horror- und FSK 18-Abteilung. Hier ziemlich viele, äh, viele Filme gewesen, auch mit FSK 16, wie man sehen kann, aber auch viel Zeug, wo ich so noch nicht gesehen habe. Und ja, da habe ich einfach mal den ein oder anderen Film in die Hand genommen. Aber, wie man sehen kann, war hier aber auch ziemlich viel äh, Gruscht mit dabei, muss man auch ganz klar sagen. Aber es macht einfach Spaß, hier neue Filme zu entdecken. Einfach mal gucken: hey, wie sieht denn das auf der Rückseite aus? Ist das was für mich oder nicht? Viele Filme kannte ich, wie gesagt, einfach nicht. Falls ihr hier einen Film entdeckt, wo ihr noch sagen könnt: Mensch, da hattest du aber einen Geheimtipp in der Hand, dann schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare. Online kann man ja alles nachkaufen. Sollte denn was dabei sein für den Horror Oktober? Hier hatten wir. Dann auch Never Sleep Again Part 1 und Part 2 in der Emery. Finde ich cool, dass es jetzt eben diese Alternativen auch gibt für Leute, die sich einfach kein teures Mediabook in die Sammlung holen äh, wollen. Ja, ich bin ja sowieso im Stephen King Fieber im diesjährigen Horror Oktober sozusagen. Da gab es ja schon die ein oder andere Review von mir auf dem Kanal. Ich werde euch das Ganze selbstverständlich in der Infobox nochmal verlinken, falls ihr da ein Video verpasst habt. Und dann hatte ich noch dieses fette. Totschlaggerät möchte ich fast sagen äh, Mediabook möchte ich es gar nicht nennen von Rear M in der Hand also das gefiel mir gar nicht, wir hatten Sharknado 1 bis 6 hier im Turbine Stil oder auch das Mediabook von Teil 1 bis 5 und dann Tremors sowie Tanz der Teufel im Mediabook ja wer hätte das noch vor ein paar Jahren gedacht und das natürlich auch noch Uncut, eine schöne Sache wie man sehen kann ging, ging es auf der Rückseite nahtlos weiter mit dem FSK 18 und Horror Bereich Joy Ride 2, Joy 3 und dann hatten wir noch diesen Film hier Halloween, den hatte ich ja in den Blu-ray Neuheiten Anfangs der Woche schon vorgestellt, aber wenn man sich das Ganze auf der Rückseite anguckt, das sieht so Ultra krass nach ja, Z-Movie aus, obwohl es kein Zombie-Movie ist. Aber ich habe es nicht übers Herz gebracht, den zu kaufen, auch wenn der nur in Anführungsstrichen 10 Euro gekostet hat. Mosquito hatte ich schon öfters in der Hand gehabt, aber auch diesmal nicht äh, ja, in den Warenkorb gelegt sozusagen. Aber ihr könnt euch sicher sein, ich habe hier zugeschlagen ohne Ende. Und was das alles war, das seht ihr natürlich im Anschluss an diesem äh, Video. Und dann hatte ich noch das Resident Evil 1 bis 6 Steelbook in der Hand. Hier hat 49, 99 ist eigentlich relativ okay für sechs Filme. Und das im schicken Steelbook. Ihr könnt mir ja da mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, ob sich das lohnt oder ob das schon jemand von euch vielleicht zu Hause hat und wie zufrieden er ist mit dieser Edition. Ja, nebenan ging es dann noch weiter mit dem FSK 18-Bereich und zwar äh, mit DVDs. Also mega krass. Ihr seht es hier in den Abteilungen. Man kann äh, Stunden verbringen. Es ist wie das Schlaraffenland für Erwachsene und Filmesammler. Dann hat man die Neuheiten. Wie ihr seht, hier Pikachu in diversen Editionen 4K, 2D, dann ähm, Steelbook und ohne Ende Rocketman auch hier gewesen. Und wie gesagt, nur... Von dem Film äh, gab es nirgendwo ein Steelbook, keine Ahnung was da los ist. Falls ihr Bescheid wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Ich dachte zuerst, ist es ist Amazon exklusiv, aber war es eigentlich nicht. John Wick, wie man sehen konnte, auch im Steelbook, in der VHS-Edition und, und, und. Und auch hier noch viele Blu-Ray-Neuheiten und ja, ein paar Filme, die schon ein paar Wochen draußen waren. Und auch hier wieder Shazam im Steelbook. Ohne Ende, also das war richtig abartig. 24,99, okay, ist jetzt nicht der günstigste Preis gewesen, aber kann man mal machen und dann schaut mal, was es hier noch an Massen gab. Na, Hashtag Alita4K. Und das ohne Ende hier und auch richtig gute Editionen. Ich habe die mal ein bisschen näher angeguckt, in meinem Saturn in Augsburg hatte ich ja nochmal ein Exemplar gefunden gehabt, das war allerdings ein Fehlexemplar, denn dort war die Alita direkt äh, neben die Prägung äh, gedruckt und das war ein absoluter Fehl, aber hier alles Top-Editionen, also keine Rückläufe oder so und an jeder Ecke schaut mal Alita 4K und auch nochmal hier in der 4K-Abteilung und auch nochmal dort in der 4K-Abteilung. Abteilung. Also Wahnsinn, <laughs> soll doch einer sagen, es gibt keine Steelbooks mehr von Alita. Jo, dann gab es noch das 4K Steelbook zu Halloween. Da gefällt mir dieses gezeichnete ähm, Cover nicht so gut von der Maske von unseren Michael Myers. Aber gut, es gibt auch da einige Fans und preislich war das jetzt noch okay. Auch hier wieder Sam im Steelbook. Und hier gab es dann noch eine reine steelbook abteilung Nicht, dass wir jetzt zu wenig Steelbooks im Laden schon ausliegen hatten. Aber guckt mal hier, Schlaraffenland. Ich sag's euch Leute, Disneyland für Erwachsene und Sammler. Und vor allem für Sammler. Von Sondereditionen. Da hat man zum Beispiel den Film noch, den hatte ich bei mir im Saturn gefunden auf dem Krabbeltisch für 5 Euro in der Emirate. Da hatten wir jetzt ein Future Pack äh, für 10 Euro und ja, Also ich habe mich auch da natürlich ein bisschen durchgewurstelt und auch hier gab es super Preise 4,99 für Jericho, echt ein toller Preis, tolles Steelbook. Und was es dann für Steelbooks gab, gab es natürlich auch für Mediabooks und Hardboxen, sogar Chucky hier im Laden, das ist einfach erwartet, ich konnte meinen Augen kaum trauen, auch jede Menge Freitag, der 13. Ähm, Mediabooks, auch von der Dokumentation, His name was Jason. Also hier Sagen, die habe ich ja nie, noch nie irgendwo ausliegen sehen in einem Laden, aber gut, wie schon gesagt, es ist ja natürlich auch überall eine Platzfrage und dann da, Monster Squad, da habe ich dann zugeschlagen, mir ging das Herz auf, guckt mal, hier ist sogar noch fast alle Cover-Varianten im Regal gewesen, genial, denn so konnte ich es mir sparen, die VHS-Edition zu holen und habe mir dann, das kann ich schon vorwegnehmen, ein Mediabook mitgenommen, genauso wie The Gate, fand ich mega Klasse, dass das hier noch auslag und zwar in einer richtig coolen Cover-Variante auch hier habe ich mir komplett durch die Abteilung gewurstelt. also jedes Mediabook einzeln in der Hand gehabt und geguckt, nicht dass ich irgendwas verpasst hätte hier und ja, guckt mal was ich gefunden habe, die Killer Tomaten und die Rückkehr der Killer Tomaten, was für trashige Filme wie Transylvania 6 5000, einfach nur abartig und dann lag sogar Terminator 2 hier im wattierten Mediabook aus, vom ersten Teil gab es ja auf meinem Kanal zuletzt ein Mediabook Unboxing und ja, guckt euch das an. Also richtig coole Sache, oder? Was meint ihr dazu? Schreibt es mir auf jeden Fall bitte in die Kommentare. Und jetzt kommen wir noch zu den Schnäppchen. <laughs> da hat ich dachte auch, hä, kann ja gar nicht sein. Mediabook hier von Nell für 9,99. True Confessions auch 9,99. Dann gab es noch andere Mediabooks noch günstiger. Das sehen wir gleich hier für 7,99. Ausliegen. Richard Gier hier in Atemlos. Warum echos da lag, weiß ich nicht. Das war bei 24,99. Aber ansonsten viele diverse Cape Light ähm, Media Books für 12,99. Aber dann auch wieder für 7,99. Ghostland auch hier für 12,99. Ein sehr schönes Media Book, Aber mit dem Film bin ich nicht wahn geworden. <laughs> Francesca 7,99. Also einfach nur Wahnsinn. Colors habe ich euch ja gestern vorgestellt. In den ja, Schnäppchen-Tipps und hier gab es das Ganze sogar noch günstiger statt 9,99 bei Amazon. Hier für. <laughs> <laughs> Schlappe 7,99. Ihr merkt es schon. Äh, ich bin jetzt immer noch erstaunt, was es hier einfach für Preise gab und dann in welcher Vielfalt auch noch. Ja, hier äh, diverse Mediabooks-Auslagen, also nicht nur ein paar, sondern guckt mal her, einfach Wahnsinn. Für jeden Geschmack war hier was dabei und auch für jeden Geldbeutel von 50 Euro-Editionen eben hier bis zu 7,99 für Mediabooks. Also, ich denke mal, da hätte jeder von euch mit Sicherheit irgendwie eine Edition für sich und seine Sammlung noch gefunden. Auch wenn man selbst so viel schon zu Hause hat, konnte man hier immer wieder neue Sachen entdecken und jede Menge Schnäppchen schla äh, schlagen. Also ist wurde auch für 799 Stigmata 799 dann hier. 1299, es war einfach nur noch toll. Also ich habe hier eins nach dem anderen in die Hand genommen. Ein paar Editionen waren in der Folie so ein bisschen eingerissen, aber es lagen ja noch genug äh, Alternativen aus. Wieso Deadpool dann hier auslag? Für 1499, glaube ich, war das gewesen. Weiß ich nicht. Aber es gab natürlich auch jede Menge Blu-ray, Steelbook, Schnäppchen sozusagen. Hier 5 Euro für erschüttende Wahrheit gab es ja oft. Online, aber ausliegen im Markt habe ich das jetzt eher selten gesehen. Auch Flatliners für 5 Euro. Ihr habt vorhin gesehen, hier Equalizer mit unserem Denzel Washington. Auch hier diverse Steelbooks für 5 Euro. Und dann auch die Ghostbusters in diesem schönen gezeichneten Covern. Gefällt mir eigentlich auch sehr gut. Aber ich habe schon 1000 Editionen von denen. Habe ich mal liegen lassen. Glow in the Dark Steelbook. Ja, hier für 5 Euro. Einfach nur Wahnsinn, Men im Black und was weiß ich nicht, alles das tolle Spider-Man Steelbook, das tolle geprägte Steelbook vom Film, kann man ja halten, was man will, aber hier für Verpackungssammler ein ja, richtig geiles Teil für 5 Euro. Also das ist der Wahnsinn. Da kann man, wie sage ich so schön, immer absolut nicht meckern. Jo, und wer dann noch wollte, der konnte sich hier im hauseigenen Kino in der Blu-ray Abteilung auch noch einen Film ansehen, wie man sehen kann. Also, das ist einfach Wahnsinn und wenn ihr in Hamburg seid, ihr müsst in den Saturn gehen, ein absoluter Tipp von mir und dann war auch diese Shopping Tour zu Ende für mich und was ich mir alles gekauft habe, das seht ihr Jetzt! Wie man sehen kann, bin ich mal wieder meinem Ruf als Hochstapler gerecht geworden. Ist auch Supermaßarbeit, passt Zentimeter genau hier direkt unter die Lampe. Und was alles aus dem Saturn am Hamburger Hauptbahnhof hier in meine Sammlung gewandert ist, das gucken wir uns jetzt aus der Ego-Perspektive an. Dann gucken wir uns mal die Neuzugänge an. Wir haben hier einen Film, den habe ich für einen Abonnenten mitgenommen. Jo, und genauso wie die Serie Wolf Creek habt ihr ja bei mir zuletzt auch im Update gesehen. 4,99, sogar 1 Cent günstiger als bei mir. Ha, Skandal. Ja, das wie gesagt für einen Abonnenten. Dann kommen wir zu meinem Update und da hätten wir als allererstes eine DVD. Und zwar Frankenstein Junior, ein Mel Brooks Film. Ja, der lag da aus, den habe ich gesehen und dachte mir, Mensch, da hätte ich mal Bock, den wieder zu gucken und einfach mal mitgenommen. Ich werde jetzt hier die DVDs und die Blu-Rays nicht auspacken, weil das sprengt einfach den Rahmen von diesem Video. 3,99 gab es dann hier für die Super Troopers, die Super Bullen sozusagen. Und noch eine weitere Komödie, ein bisschen was zum Lachen, Casino Royale. Ein Film mit Peter Sellers, Ursula Andres, sehr cool. Da hatte ich auch einfach Bock, den mal wieder zu gucken. Und nach dem Horror Oktober gibt es dann bei Manuel einiges zum Lachen. Bis dahin gehen wir zu Lachen in den Keller. Dann einen Film, den haben mir einige von euch empfohlen, nämlich Mörderspinnen mit William Shatner. Kenne ich noch nicht. Creature Feature Nummer 1. Okay, 1699 ist echt happig. Aber ich wollte den jetzt einfach noch mit in diesen Horror Oktober reinnehmen und besprechen. Und ja, den habe ich etwas suchen müssen, aber dann auch gefunden. Manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Kein Wunder bei diesem Saturn. Als nächstes noch einen Stephen King-Film oder Verfilmung, besser gesagt, von John Carpenter. Christine hier für 5 Euro mitgenommen. Und dann haben wir hier auch noch ein kleines Schnäppchen, 5,55 Euro für Extremity. Extremity keine Ahnung, wie man das jetzt richtig ausspricht. <laughs> Extremity, vermute ich mal, ja, 555. Dann haben wir hier noch Final Destination 2, Final Destination 3 und Final Destination 5 denn der Teil 1 und Teil 4 habe ich bereits in meiner Sammlung und jetzt habe ich die Sammlung komplett, 6,99 Euro hier diese Reihe sozusagen und wer weiß, vielleicht nehme ich die auch noch in den Horror Oktober rein. Könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben, ob euch das interessiert. Dann kommen wir zu den Steelbooks und hier haben wir dann ein schönes Angebot, 5 Euro für dieses schicke Steelbook. Ja, dachte mir, da kannst du ja auch nicht großartig was Falsch machen, genauso wie bei diesem Film, aber ich vermute hier richtigen Trash, aber ich als Vampirfan wollte mal einen Blick wagen. 5 Euro für dieses Steelbook, Fürst der Finsternis, ein russischer äh, russischer Vampirfilm. So, Jo, mal gucken. Dann haben wir True Confessions für einen Zehner, musste ich einfach mitnehmen. Robert De Niro, Robert Duval, hier hinten. Absoluter Kultfilm. Dann haben wir hier noch einen Blindkauf. Aber ich dachte mir, Mensch, 7,99 für dieses schicke Teil hier. Nimmst du einfach mal mit. Jo. So schaut das Ganze aus. Dann haben wir noch The Gate. In diesem schicken Cover. Und 34,99 ist jetzt nicht gerade günstig. Aber ich bin froh, den Film jetzt in meiner Sammlung zu haben. Im schicken Mediabook und mit dem Cover. Echte coole Sache und genauso verhält es sich hier mit The Monster Squad 3499. Auch das Cover gefällt mir sehr gut und da bin ich auch froh, ähm, den jetzt in meiner Sammlung zu haben. Da wird es dann auch ein Unboxing dazu noch geben, eine Vorstellung sowie eine Review. Man sieht es, ich habe es zweimal. Der Grund ist der, dass ich den hier noch für den lieben Kurt mitgenommen habe. Ja, und da sieht man mal, in welchen Massen das eben noch auslag in diesem riesengroßen Saturn. Eine echt coole Sache. Und während meines Aufenthalts ist dann der Film noch bei mir eingetrudelt, den hatte ich vorbestellt bei Amazon, nämlich Pikachu im 4K Ultra HD Steelbook. Das war dann also mein Update aus dem Saturn am Hamburger Hauptbahnhof. Falls ihr mal dort seid, schaut einfach vorbei. Ihr habt es im Video gesehen. Da geht jeden Filmsammler einfach nur das Herz auf. Von den jeweiligen Filmen, Steelbooks und auch Mediabooks wird es dann noch Einzelunboxings sowie Reviews geben im diesjährigen Haar Oktober. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich tue es auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und. Servus.